Ganze wird jetzt noch die Krone aufgesetzt durch die sogenannten, also der Vortrag fällt mir etwas schwer, muss ich sagen. Ich bin ja langjähriges Mitglied des Vereins Deutsche Sprache und hier strotzt das nur so vor Anglizismen jetzt gleich. Wir haben im Verein Deutsche Sprache immer gesagt, Verlierer sprechen Denglisch oder wer nichts zu sagen hat, spricht Denglisch und so kommt es mir hier fast vor. Also es gibt jetzt den Trusted Flagger oder die Trusted Flagger, die eingeführt wurden. Ein Aufschrei geht zu Recht durch die Republik und zwar nicht nur durch die rechte Blase, sondern Verfassungsrechtler, Professoren, viele sind sich einig und sagen, so geht das nicht. Trusted Flagger heißt übersetzt so viel wie vertrauenswürdiger Hinweisgeber. Die etwas weniger Wohlmeinenden übersetzen das auch gerne als bezahlte Regierungsspitzel, Zensoren, digitale Blockwarte, die das betreute Denken nur noch ausweiten sollen auf das betreute und überwachte Sprechen und Schreiben. Die digitale Meinungspolizei wurde sozusagen hier eingesetzt durch diesen Trusted Flagger. Wo kommt der Trusted Flagger her? Der wurde eingesetzt durch die Bundesnetzagentur. Wenn man da mal genau hinschaut, ist auch eine interessante Entwicklung, typisch deutsch die Entwicklung. Bundesnetzagentur mal Ende der 90er Jahre gegründet, sozusagen zur Abwicklung des Bundesministeriums für Post und Telekommunikation als Regulierungsbehörde für die Telefonleitungen in Deutschland. Also relativ überschaubarer Aufgabenbereich. Inzwischen hat die Agentur 3000 Mitarbeiter und ist zuständig für Post, für Strom und Gas, zusätzlich für die Regulierung und für die Eisenbahninfrastruktur und jetzt auch die neue oberste Zensurbehörde. Ich frage mich ja, wie kann das denn sein? Wie komme ich denn von der Regulierung von Erdgasleitungen und Stromleitungen und Telefonkabeln? Wie werde ich jetzt plötzlich eine Zensurbehörde? Das frage ich mich auch. Angesiedelt ist diese Bundesnetzagentur im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft. Grüner, Robert Habeck, Kinderbuchautor, ist bekannt. Und diese Bundesnetzagentur wird geleitet von einem grünen Herrn Klaus Müller, der seit 1990 eifriges Mitglied der Grünen ist und seit 2022 jetzt Chef der Bundesnetzagentur. Und der hat sich gesagt, so wie das im Digital Services Act, Anglizismus, also in der Verordnung aus der europäischen Verordnung hervorgeht, diese Trusted Flagger setze ich mal ein. Als Trusted Flagger, also als vertrauenswürdiger Regierungsspitze, wenn Sie so wollen, ist eine Gruppierung namens Respect, also auch Englisch mit C in der Mitte, Respect, eingesetzt worden, die geleitet wird von einem Ahmed Ghaffar, einem Moslem, was ja nicht weiter verwerflich ist, der allerdings an einer berüchtigten Kairoer Universität, der Al-Azhar Universität in Kairo, Islamwissenschaften studiert hat, seit vielen Jahren sich allerdings in Deutschland aufhält. Und diese Al-Azhar Universität gilt auch bei Kritikern als Brutstätte des Islamismus in Ägypten. Also, da geht ein Schuh draus. Ne? Der oberste Chef ist der Habeck, der hat eine Bundesnetzagentur mit Klaus Müller, der seit 30 oder 34 Jahren bei den Grünen ist. Und der setzt jetzt so möglicherweise unter Islamismus, Verdacht will ich nicht sagen, aber Islamismus einstehenden Trusted Flagger ein. Und der ist jetzt der oberste Zensor. Der hat jetzt durch die Einsetzung als Trusted Flagger die Möglichkeit, direkt auf Plattformen zuzugehen und nicht etwa rechtswidrige, also wo man sich sagen würde, gut, das ist strafbar, sondern Inhalte zu melden, sondern einfach so Hassrede. Also alles, was der Regierung ihm nicht so gefällt, kann er jetzt also durch einen exklusiven Zugang zu den Plattformen, Twitter, Facebook, Instagram, kann der melden und dann hat die jeweilige Plattform sofort zu reagieren. Es sei denn, wenn sie es nicht tut, dann macht sie sich schadenersatzpflichtig. Also ein Konstrukt, das sich eigentlich George Orwell wahrscheinlich in seinen dunkelsten Gedanken nicht hätte ausmalen können, ist jetzt hier in Deutschland Wahrheit geworden. Wir versuchen dem Ganzen durch unseren Antrag Einhalt zu gebieten und sagen, Meinungsfreiheit gilt natürlich nicht schrankenlos. Ich habe schon gesagt, Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz sagt, Grenzen sind die allgemeinen Gesetze, aber nicht der schwammige Begriff der Hassrede. Hassrede ist in Deutschland unangenehm für den einen oder anderen, der von Hassrede betroffen ist. Aber Hassrede ist nochmal nicht strafbar. Strafbar sind Beleidigungen, Verleumdungen. Das ist strafbar in Deutschland, aber Hassrede nicht. Und das ist halt die Grenze, ist halt die Eingriffsgrenze, ist halt die Frage der Strafbarkeit. Und wir sagen, also da muss defensiv rangegangen werden, denn durch die Konstruktion, dass Plattformen nach dem Hinweis von Respect als Trusted Flagger sofort aktiv werden müssen, als er denn
schwierigen Fall, dass sie die schadenersatzpflichtig machen, droht natürlich ein sogenanntes Anglizismus-Overblocking, dass also die jeweiligen Plattformen sagen, nee, im Zweifel löschen wir erstmal und dann kann sich ja der Betroffene dagegen wehren. Auch das stellt die bisherige Rechtsprechung oder die bisherige Handhabe in Deutschland auf den Kopf. Bisher musste sich der jeweilige Betroffene also über die Gerichte wehren und sagen, ich möchte das gelöscht haben. Jetzt wird einfach mal so prophylaktisch alles weggelöscht. Und dann muss sich derjenige, dessen Meinung gelöscht wurde, muss sich dann vor den Gerichten auch seine Kosten, denn die Kosten des Trusted Flaggers trägt ja nicht der Herr Ahmed Ghaffar, sondern wahrscheinlich sein Verein oder der Bundeshaushalt, ich weiß gar nicht so genau, wer das trägt, aber jedenfalls ja nicht, aber der Betroffene muss auch seine Kosten durch die Instanzen ziehen. Und das stellt dem Ganzen natürlich, steht das Ganze auf den Kopf. Deshalb wir, unser Forderungsteil, den wir im Antrag auflösen oder aufstellen, gehört dazu, dass wir sagen, ab sofort jegliche finanzielle Zuwendung an Organisationen einstellen, die dafür zuständig sind, soziale Netzwerke zur Löschung aufzufordern. Wir fordern das Bundeskartellamt mal auf, sich mit den jeweiligen Organisationen, die sich da ja verbünden gegen die Meinungsfreiheit, die teilweise darauf hinwirken, dass Institutionen keine Zugänge mehr zu Banken und zu Bankkonten haben sollen, dass die möglicherweise kartellrechtlich greifbar sind. Das Kartellamt soll mal hinschauen, was da passiert. Es muss auch offengelegt werden, wie die ganze deutsche Regierung involviert ist. Wir wissen, es gab viele, viele Gespräche zwischen Ministern, Plattformbetreibern, die allerdings alle nicht protokolliert wurden. Also da läuft so hintenrum die Privatisierung der Zensur. Dann fordern wir, das haben wir schon gefordert, die Abschaffung des Digital Services Act. Ich habe es vorhin schon erwähnt, also dieser Verordnung der Europäischen Union. Und solange es diesen Digital Services Act noch gibt, verlangen wir allerdings, dass dieser Trusted Flagger, und dann bin ich auch gleich mit meinen Anglizismen hier am Ende, nicht zum Einsatz kommt, jedenfalls nicht in Deutschland. Und wir fordern eine Haftungsverschärfung für die Plattformen. Die Plattformen also, die sich darüber hinaus, über das Rechtswidrige hinaus sozusagen gerieren und Meinungen löschen, dass diese Plattformen dann nicht mehr sich auf das Haftungsprivileg zurückziehen sollen, sondern tatsächlich für alles haften, was auf ihren Plattformen veröffentlicht wird. Weil wenn man sich einmal einmischt, dann muss man das zu Ende denken, dann muss man es auch überall machen. Also unser Antrag ist ein Meilenstein dahingehend, ein bisschen mehr Meinungsfreiheit im Netz in Deutschland wiederherzustellen und den Unsinn, den gefährlichen demokratiefeindlichen Unsinn, den uns die Bundesregierung und die Europäische Union eingebrockt hat, einzudämmen.